Und da sind wir wieder bei Windborn. Ich konnte jetzt auf eure Kommentare noch nicht reagieren, weil das jetzt die zweite Folge ist und die ist direkt im Anschluss auf die erste aufgenommen worden. Wir wollen uns auf unserer Insel hier ein bisschen umgucken, denn wir brauchen anscheinend noch Rohstoffe. Ja, wir nehmen uns auf jeden Fall die Wolle hier mal mit von den Kerlen, von den Fliegeschafen. Fliegeschaf. Ja, also natürlich werde ich dann auf eure Kommentare auch eingehen, aber wir müssen uns erstmal jetzt hier ein bisschen ja, die Welt erkunden und mal sehen, dass wir noch mehr Rohstoffe finden, die wir noch nicht haben. Oh, hier ist eine Höhle und da unten sehe ich auch Eisen. Da gehen wir gleich mal hin. Oh ja, sehr geil. Neue Rohstoffe braucht der Mann. Ich weiß nicht, ob sich die magische Kraft, die wird nirgends angezeigt, ob die sich aufbraucht oder so. Wie schon gesagt, wo das Spiel mal hingeht, weiß ich auch nicht so direkt. Ich weiß nur, dass es Spaß macht irgendwie. Auf eine ganz spezielle Art und Weise. Wir haben auf jeden Fall mal Eisen gefunden, das ist gut. Und die Welt, die schwebt ja so in der Luft. Und guck mal, das treibt dann runter. Total cool. Das ist auch noch andere Erde. Und wir müssen mal gucken, dass wir uns jetzt hier ordentlich Rohstoffe sammeln, die wir noch nicht haben. Das ist auf jeden Fall alles Eisen. Das hier in verschiedensten Formen im Gestein vorkommt. Wir können auch noch keine Fackel machen oder so, was mich ein bisschen irritiert. Okay. Da unten hat noch was geglitzert. Das werden wir uns auch gleich mal holen. Ich denke mal, das reicht jetzt auch erstmal an Eisen. Wir wollen ja keine, ne? Eiserne Welt hier erschaffen. oh. Ja, ich kann hier runtergehen. Man kann hier so runtergehen. Hier ist ein Ende. Was ist das? Marble. Ich glaube, das hat uns noch gefehlt. Das sieht irgendwie magisch aus. Leuchtet so schön. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, okay. Sonst war hier, glaube ich, nichts Aufregendes. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier hoch. Ja, doch. Aber wir sind sehr gewandt, auf jeden Fall. Aber hier geht es auch noch lang. Ah, sehr gut. Unsere erste Höhlentour in diesem Spiel. Und die Musik ist total schön und die wird auch, glaube ich, häufiger eingespielt als bei gewissen anderen Spielen. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Wir sind ja gerade runtergefallen. Aber ich. Ah, was haben wir da? Boah, ist Ende der Welt. Auf jeden Fall. Und da etwas, was sich sehr schwer abbauen lässt. Komm zu mir, komm zu mir. Ja. Was haben wir hier? Okay. Davon brauchen wir mehr. Davon brauchen wir mehr. Oh nein, ich glaube, das geht hier runter. Ah, jetzt. Krümelmonster. Hallo Krümelmonster. Grüß dich hier auf Steam. Okay, wir haben neue Rohstoffe gefunden. Man muss sich ein bisschen Zeit mitnehmen. Nee, ich nehme gerade auf, liebes Krümelmonster. Das geht gerade nicht. Und ich weiß sogar nicht, wie man das Chat hier einschaltet. Okay. Oh, die schwimmen alle runter. Verdammt. Nein. Aber ich kann ja auch hier einfach zum Beispiel jetzt ein bisschen was hinbauen, oder? Mal sehen, wann er aufgibt. Ah, gut. Ich kann auch. Ah, okay. Man braucht einfach nur Vorsicht zielen. Dann kann man das auch so hinbauen. Das heißt, wir können uns auch von dieser Welt irgendwie runterbauen oder können die erweitern. Nach unserem Gutdünken. Liebes Krümelmonster, tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, ne? Und jetzt müssten wir an das Zeug doch eigentlich rankommen. So, okay, pass auf. Jetzt können wir das mitnehmen. Ja, jetzt geht's in unser Inventar rein. Das ist also hier so ein Weltrandstein. Also, wie schon gesagt, die Aufforderung ist natürlich immer noch da. Erzählt mir, was das hier ist, wie das funktioniert. Wir gucken uns die Höhle jetzt natürlich auch weiter an. Was ist das? Ist das ein anderer Stein? Nee, ich glaube, das ist der normale Granit. Da hinten haben wir noch so Leuchtesteine und hier ist noch Eisen, was wir natürlich auch mitnehmen werden. Und ja, am Ende der Folge würde ich sagen, gehen wir dann immer zurück zu unserem Spawn-Punkt, um dann erstmal zu gucken, ob es was Neues gibt, ob wir was Neues machen können. Ich mache jetzt erstmal zwei Folgen und dann, dann werden wir. Oh, guck mal. Cool. Also wir sind recht gewandt hier so beim Klettern. Das nehmen wir alles mit. Und es gibt echt viele Erze, also puh. Und die haben bestimmt alle spezielle Eigenschaften. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ich hoffe, es wird nicht zu komplex für uns. Aber ich denke mal, Schritt für Schritt werden wir uns da reinfummeln. Wie schon gesagt, von diesem Spiel gibt es noch nicht so viel.
auf Deutsch, sonst hätte ich mir da echt schon ein paar Sachen angeguckt und wäre dann hier vorbereitet da in die ganze Sache reingekommen. Aber, wie schon gesagt, es gibt nicht viel. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht der eine oder andere von euch... Okay. Ich glaube, wir müssen den Drachenstein hier dann wieder aktivieren. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen runter. Ich mag allerdings auch nicht zu weit runtergehen, denn ich möchte auch wieder rauskommen hier, ne? Wir nehmen uns das auf jeden Fall mit. Das kann nicht schaden. Und dann gehen wir wieder raus und bauen ein bisschen weiter in unserer Behausung. Was heißt Behausung? Haben wir noch gar keine. Wir müssen ja erstmal die ganzen hier Ofen, Werkbank und sowas, das brauchen wir erstmal alles. Ich denke mal, dann werden sich auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Ne? So viel habe ich zumindest schon verstanden. Denke ich zumindest. Okay, jetzt versuchen wir da rauszukommen. Das glaube ich, das stellt sich gar nicht so leicht dar. Wir müssen nämlich da oben hoch. Aber wir haben ja Krams dabei. Wir können uns hier auf jeden Fall schon mal so eine kleine Treppe hinbauen. Dass wir schon mal hier rüberkommen. Boah, ist ganz schön schwer, sich hier zu orientieren. Oh, können wir auch unter uns bauen? Ja, es geht anscheinend auch. Ähnlich wie bei Minecraft, dass man sich hier hochbaut. Ja, es funktioniert. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens was, womit wir uns ein bisschen auskennen. Ja, und jetzt kommen wir auch hier wieder raus. Hier waren wir ja bereits. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier nochmal so ein paar Behelfssteine hin. Dass wir hier rüberkommen und nicht abstürzen. Da oben müssen wir irgendwie hoch. Oh, wo bin ich jetzt? Ach, hier in meiner Abbau-Lounge. Hier ist noch was von dem Zeug. Oh, Mist. Ja, falsche Taste gedrückt. Das wird noch öfter passieren. Das nehmen wir natürlich mit hier. Wir sind also in einer Höhle und ich muss sagen, diese Höhlen sind recht ergiebig, aber auch sehr schwer. Es ist sehr schwer, sich hier zu orientieren. Fällt mir gerade so auf. Und ich glaube, wir müssen irgendwo ans Tageslicht kommen. Oh, guck mal, da sind noch ein paar Kugeln, die nehmen wir natürlich noch mit. Und ich glaube mal, wir gehen hier mal hier lang. Naja, hier kommen wir zumindest mal ans Tageslicht, was uns aber nicht viel bringt. Da, ja, ne, ihr seht, oh. Wieder die falsche Taste. Ich glaube, das ist hier der Minecraft-Modus, der noch eingeschaltet ist bei mir. Im Gehirn, ne? Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier einfach mal nach oben. Bauen uns hier so eine kleine Treppe hin. Ja, würde ich sagen. Alles andere ist jetzt eigentlich Quatsch. Wir sind, glaube ich, schon ziemlich weit oben und wir haben ja da hinten schon das Tageslicht gesehen und hier müssen wir ja irgendwo rauskommen. Über Kopf abbauen ist, glaube ich, genauso schlecht wie in anderen Spielen. Obwohl wir ja Magier sind, ne? Also wir sind ja der Zauberer von Oz. Der Zauberer von Oz und können die Welt auf magische Weise verändern. Ich hoffe, wir buddeln uns jetzt nicht gerade in irgendeinen Berg hoch. Hat irgendwie so einen Anschein. Ah, jetzt kommt Erde. Immer ein sehr gutes Zeichen. Dass wir gleich an der Oberfläche sind. Und da sehe ich, glaube ich, auch schon Gras. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie sehr die Stacks begrenzt. Oh. Wir sind am Rand der Welt. Randekante sozusagen. Da müssen wir hier ein bisschen rein. Aber es ist kein Problem. Wir können die ganze Welt nach unseren Wünschen formen. Und er formte die Welt nach seinen Wünschen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier so ganz am Rand rauskommen. Pass auf, wir bauen uns jetzt hier hoch. Erstmal. Ist zwar nicht schön, aber muss jetzt, glaube ich, sein. Oh, was? Da, ach, guck mal, da unten schwimmen die ganzen Sachen, die wir, was wir versaut haben, sozusagen. Moment. Oh, ich dachte, das geht. Mist. Wir hatten noch gesagt, hochbauen geht. Doch, geht. Oh, guck mal, wie schön das Gras ist. Hier muss ich mich jetzt nach oben buddeln. Verdammt. Nein, du darfst dich nicht nach oben buddeln. So, jetzt kommen wir hier raus. Alles klar. Wir sind wieder auf der Welt. Hui. Höhlentour Nummer 1. Erfolgreich abgeschlossen. Und schaut mal da hinten. Da sieht man, das ist so eine Art Wüste. Die sollten wir uns dann nochmal angucken. Auf jeden Fall. Unsere beiden Hände. La la la. Oh. Hier ist auch eine Art Schlucht. Ja. Gleich bei uns in der Nähe. Ach, Schafi. Komm her. Gib mir deine Wolle. Ja, meh. Cool. Da oben fliegt auch noch was. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken.
Ah, und dann kriegen wir wahrscheinlich eine neue Quest. Denke ich mal. Jetzt haben wir hier, Right-Click. Okay. Ah, wahrscheinlich können wir jetzt was Neues machen, wenn wir die Quests erfüllen. Ah, alles klar. Habe ich verstanden. Danke, lieber Drache, der du auf meinem Grundstück stehst. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir was Neues können. Wir haben jetzt ja eine ganze Menge Krams eingesammelt. Das kommt demnächst. Aha! Wir können also hier den Ofen machen. Den bauen wir uns erstmal. Wir können das Ding machen. Aber dafür brauchen wir. Okay, dafür brauchen wir einmal das Zeug und wir brauchen dieses Ding. Okay, dann bauen wir das doch mal. Den Shaper. Den Shaper craften wir uns, genau. Also immer wenn das blau wird, dann kann man das auch machen. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns mal den Ofen hierher. Wahrscheinlich so. Ja, oh, guck mal, schönes Ding, oder? Und wir haben jetzt ja auch den Shaper gemacht. Moment. Wo ist er? Da ist er. Okay, das Gras packen wir mal hier zum anderen Gras. Okay, man kann das anscheinend unendlich stacken. Das ist gut. Und ich glaube, man kann auch eine Kiste machen. Das heißt, wir können dann auch, ja, eine Kiste und können da unser Kram reinpacken. Dann haben wir ein bisschen größeres Potenzial, sagte der Mann. Okay, dann bauen wir jetzt, würde ich mal sagen, hier den, oder ja, hier so. Ja, Mist, den Shaper hin. So. Was können wir noch machen? Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Also ich kann hier auch auf C drücken, dann komme ich hier ins Crafting-Menü. Alles klar. All Items. Eine Fackel. Nee, gehen wir nochmal auf All. Ja, wir können das machen. Aber dafür brauchen wir einmal Marble-Krams, haben wir doch. Und Wood. Okay, wir brauchen Wood. Alles klar. Wir brauchen Holz. Ja, aber ich habe doch schon so viele Bäume gefällt, sag mal. Wir haben doch schon so viele Bäume gefällt. Das ist doch Holz, oder nicht? Na gut, wir kriegen dann kein direktes Holz, sondern wir kriegen. Moment, okay. Passt mal auf. Ich gehe mal hier an dieses Ding. Interact. So, und dann packe ich hier mal einfach mal das Kram rein. Nee. Nee, so funktioniert es anscheinend nicht. Und hier packen wir mal Kohle rein, eventuell, zum Beispiel. Nee. Wir packen da. Genau, das ist. Genau, Kohlenerz, das haben wir drinnen. Und jetzt packen wir da mal das Holz rein. Das geht nicht, aber vielleicht können wir da Stein reinpacken. Wartet mal. Nee, Steine gehen auch nicht. Wir können hier vielleicht mal Gold reinpacken. Okay. Gold und Kohle bestimmt irgendwo. Ja, und ja, da müsst ihr mir mal sagen, Input, Output gibt es hier auf jeden Fall. Warte mal, jetzt ist doch grün. Ne, da passiert nichts. Hier die Stöcke reinpacken. Okay, wenn ich E drücke, passiert da auch nichts. Nochmal E drücke, die Stöcke sind da noch drinne. Und ja, ich packe hier mal einfach irgendwelche Sachen rein. Nee, da passiert gar nichts. Das, ja, da stehen zwar Iron Ore, könnten wir daraus machen. Ja, da müsst ihr mir mal erklären, was das Ding hier kann. Wir haben hier einen Ofen. Da können wir auf jeden Fall Kohle reinpacken. Ne? Da können wir Kohle reinpacken, so. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier den ganz normalen Stein nehmen und den mal in Input packen, das geht nicht, okay. Holz oder wenn wir den Granit hier reinpacken, man muss wahrscheinlich schmelzen können. Machen wir mal das Gold hier rein. Ah, okay.
Okay. Das Gold können wir da reinpacken. Boah. Ja, dann mach mal was damit. Mach doch mal was. 3, 1. Okay. Wir haben ja ganz viel Eisen. Warte mal, Eisen haben wir noch ordentlich. Wenn wir das jetzt hier reinpacken. Ah, jetzt passiert was. Wir kriegen Eisenbarren. Ah, cool. Wir haben Eisenbarren, Leute. Die nehmen wir uns auch gleich mal raus. Packen sie hier in unser Menü, weil ich glaube, das ist ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir die Eisenbahn im Menü haben. Und dann gucken wir doch gleich mal wieder auf unser. Ja, hiermit können wir auch interagieren. Und mit dem Drachenstein sowieso. Okay, wir müssen 50 Granitblöcke farmen anscheinend, wenn ich das richtig verstehe. Ist komplett. Okay, das haben wir schon geschafft. Kriegen wir jetzt wieder irgendwie eine neue Schriftrolle? Nee, das war nicht hier, ne? Das war hier. E. Complete. Okay, ah, okay. Wir haben eine neue Schriftrolle. Rechtsklick drauf. Jetzt können wir uns so einen Stuhl bauen. Ah, okay. Q. Wir können uns also jetzt einen Stuhl bauen. Wir können uns auch das bauen, aber da fehlt uns ja noch was für. Da fehlt uns noch Holz für. Wir müssen also die Stöcker in dieses Ding packen, um Holz zu bekommen. Okay, E. Wir packen die Stöcker in das Teil hier. Und dann machen wir uns Woodplanks. Was muss hier rein? Dreck hier. Eisen vielleicht? Nee, was muss da rein? Blade. Das ist jetzt echt ein bisschen kompliziert. Da muss ich einmal gucken, was wir da jetzt reinpacken müssen. Kohle doch nicht, oder? Hier muss irgendwas rein. Drag Blade here. Haben wir irgendwas, was blöd heißt? Bug, können wir? Das ist es nicht. Granit, Iron. Wir haben noch irgendwas Blade-mäßiges eingesammelt da mal, ne? War doch irgendwas. Grass, Dirt, Granit, Glowstone, Gold, Marble. Ja, wir brauchen noch irgendwas. Wir brauchen noch irgendwas. Warte mal. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Okay, wartet mal. All. Das ist alles, was wir machen können. Aber wir können hier noch weiter runter scrollen. Moment. Nee, können wir nicht. Ist noch nicht belegt. Wood Planks. Treppenstufen. Können wir mal craften. Ah, okay. Das geht schon. Und das können wir auch craften. Okay. Das geht anscheinend noch nicht. Nee. Das geht noch nicht. Dann können wir uns hier eine Treppe hochbauen, theoretisch. Ah, cool. Bringt natürlich nichts, wenn wir hier noch, ne? Bauen wir uns hier mal eine Treppe hoch. Dafür müssen wir uns natürlich noch eine Treppenstufe craften. Das kriegen wir aber hin. Das haben wir eben schon gemacht. Da ist er. Crafting. Crafting. Machen wir uns gleich mal ein paar. Hier so ein paar Stück. Geht das jetzt weiter? Nee, es hört dann auf, wenn wir das Menü verlassen. Und dann können wir uns hier nämlich schön eine Treppe hinbauen. Guck mal. Cool, ne? Ja. Ist nicht mehr ganz so beschwerlich, wenn man dann hier hochgeht. Können wir uns hier schon mal einen hinsetzen. So, gucke. Ja, wir sollten uns vielleicht einen neuen Auftrag holen, damit wir noch neue tolle Sachen kriegen. Ja, Granit. Blöcke sollen wir platzieren. Incomplete. Ach, Leute. Da müssen wir mal gucken. Oh, jetzt haben wir hier unser Gold, unser Eisen haben wir gebrannt. Unser Eisen haben wir schon mal gebrannt. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Denn wir können noch nicht, ihr seht ja,
Es ist alles sehr begrenzt. Es gibt hier, das ist noch nicht, man kann wahrscheinlich auch irgendwann mal mehr Spieler machen, einen Charakter kreieren. Und es gibt auch irgendwann mal eine Island Map. Und ein Djinn auch. Ein Djinn auch. Ich gucke jetzt nochmal, was wir alles machen können. Learning by doing, echt. Ja. Warte mal, das Ding hier. Da brauchen wir Keramik. Okay, wir brauchen Keramik, um dieses Blade zu kriegen. Alles klar. Alles klar. Wir brauchen Keramik. Ich glaube, das finden wir vielleicht da hinten. Ich glaube vielleicht. Und dafür sollten wir uns erstmal hier rüber bauen. Hier eine Brücke rüber bauen, oder? Was haltet ihr davon? Ja. Ich glaube ja. Moment. Cool. Wir nehmen uns einfach mal hier irgendeinen Billigstoff. Hier haben wir Eisen noch. Das brauchen wir jetzt nicht. Pass auf, wir sollen ja sowieso Granitblöcke verbauen. Dann verbauen wir noch gleich mal Granitblöcke. Mach, was das Spiel dir sagt. Mach, was das Spiel dir sagt. Ah, Moment. So, dann bauen wir uns nämlich hier eine schöne Granitbrücke rüber. Würde ich sagen. Ja, okay, das zählt da jetzt auch. Wunderbar. Die wird jetzt so ein bisschen schräg. Aber, wie schon gesagt, man kann hier, man kann die so dran setzen. Wir müssen aber genau so und dann so. Dann sollten wir vielleicht mal einen hochgehen. Ja. Wunderbar. Es wird gar keine schöne Brücke, ne? Es wird also, na, vielleicht wird es doch eine schöne Brücke. Denn wir müssen ja da oben hinkommen. Oh, so viel Granitblöcke haben wir gar nicht. Ich gucke nochmal mein Menü. Doch, haben wir. Wir waren ja schon einmal Minen, auf einer Minentour. Und da haben wir natürlich ordentlich Granitblöcke mitgenommen. So. Okay. Ah, Mist. Ich drücke immer noch die falsche Maustaste. Aber ich denke mal, wenn wir das hier ein bisschen spielen, dann wird sich das irgendwann geben mit meiner Verpeiltheit. Und man kann auch Blöcke in die Luft setzen. Das ist halt anders als bei Minecraft. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, so ein bisschen. So, jetzt können wir hier schon mal rüber. Wir müssen allerdings noch ordentlich Granitblöcke verbauen, sehe ich gerade. Aber das wird sich dann ergeben. Wir sind auf neuem Land. Wir sind nämlich hier jetzt auf der anderen Seite. Off the other side. Und vielleicht können wir die Brücke noch ein bisschen ausbauen. Um diese Quests zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Dass man die einzelnen Quests sozusagen erfüllt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon einen gewissen Sinn ergibt zumindest. Oder na, dass es sehr wichtig ist bei diesem Spiel. Sehr wichtig. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Ihr seht schon, wenn ich da was hinsetze, wo schon was ist, dann ploppt der Rohstoff, den ich da gerade weggenommen oder wo ich das andere platziert habe, ploppt dann raus. Was haben wir hier? Sand. Und wir haben Dirt. Okay. Dirk haben wir, ne? Dich nehmen wir mal mit. Dich nehmen wir mal mit. Oh, eine schöne Blume. Ja, wir müssen diesen Rohstoff finden. Oh, guck mal, was ist das denn? Wir nehmen alles mit. Wir nehmen erstmal alles mit. Kaktus natürlich auch. Auch wenn es ein Stechungskaktus ist, nehmen wir trotzdem mit. So, alles mitnehmen. Oh. Oh, da unten ist ein neuer Rohstoff. Den kenne ich, glaube ich, noch nicht. Wow. Sieht aus wie Edelstein. Das sieht aus wie Edelstein. Ah, zweite Folge ist gleich um. Verdammt. Wir haben noch keinen, wir haben noch kein Lehm gefunden oder ähnliches. Also keine Keramik. Dafür müssen wir wahrscheinlich Leben finden, tatsächlich, ne? Denke ich mal. Wir gucken gleich mal, wir nehmen hier alles mit, unbekannterweise. Und dann sehen wir ja, was das uns bringt. Hier ist natürlich noch Kohle, die wir auch immer brauchen zum Brennen von irgendwelchen Stoffen. Okay, das nehmen wir alles mit. Ich finde diese Kugeln schön, die um die einzelnen Sachen rum. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Ich gucke jetzt mal, warte mal, ich gucke mal, Kuh, was das ist, was wir hier eingesammelt haben. Ist das hier? Nee, Freunde. Das ist doch was anderes. Wo ist es denn? Hä? Ah, Moment. Ich mach mal einfach einen Inventarplatz frei. Hier unten. Nehmen wir zum Beispiel mal den doofen Kaktus raus. Und dann bauen wir mal so ein Ding ab hier. Okay. Das ist...
Sandstein. Sandstein? Aber der leuchtet doch. Der leuchtet doch. Es kann doch nicht einfach nur. Ja, die Wolle können wir da platzieren. Gut. Ich gehe ja mal ein bisschen tiefer in die Höhle. Was ist das für ein Zeug? Das haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Ist das Kohle? Ich glaube, das ist Kohle. Ja, könnte sein. Wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Das Zeug auch. Zeug. Ich nenne jetzt erstmal alles Zeug, bis wir den korrekten Ausdruck dafür haben. Ja. Ich bin jetzt gleich am. Oh. Oh. Das nehmen wir natürlich alles mit. Es gibt also auch Schätze, die man finden kann. Wir haben Glas gefunden. Total cool. Granit, na gut, ja, gut. Noch eine Schriftrolle. Und nochmal Sandstein. Alles klar, cool. Ei, ei, ei. Hier ist noch welcher von die. Oh. Das ist echt groß hier. Ich hoffe, wir verirren uns jetzt nicht. Ah, ist das cool. Ist das cool. Vorsicht. Oh, ich sagte doch Vorsicht. Verdammt. Ich habe doch Vorsicht gesagt. Und warum bin ich denn trotzdem runtergesprungen? Ich glaube, ich habe mich schon verirrt. Aber warte, wir bauen uns da mal rüber. Mit Granit, natürlich. Denn wir müssen ja. Oh, sowieso noch Granit. Also, oh, dieses O ist ja aber neu jetzt bei mir. Ist eine neue Facette meiner Sprachkünste. So, jetzt. Oh. Also, es ist, wie schon gesagt, ist nicht ganz einfach. So, jetzt kommen wir hier wieder zurück. Ja, Freunde, ich glaube, wir gehen mal wieder hier hoch. Und. Denn wir haben jetzt ein paar neue Schriftrollen gefunden. Und dann würde ich erstmal zurück zum Lager gehen. Wenn ich da hinfinde. Hallo? Schon wieder verirrt. Verdammt, man hat auch keine Fackeln. Das ist echt tricky ohne Fackeln. Na, hier geht's auf jeden Fall irgendwie raus. Hier geht's irgendwo raus. Da war die Kiste. Okay, die Kiste, die können wir als Orientierung nutzen. Können wir die abbauen? Komm schon! Yeah, wir haben sie abgebaut und ich hoffe auch eingesammelt. Eingesammelt. Ja. Wir haben eine Truhe. Eine Chest. Oh Mist. Eine Truhe. Und wir haben den Granit-Level complete. Ja. Wir haben ganz viele Kram eingesammelt und da oben geht's raus. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie. Das Zeug. Ja, wir können das mitnehmen. Es wird ja auch angezeigt, was es ist, ne? Da, und hier ist noch eine Kiste. Sehr cool. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Haben wir das jetzt mitgenommen? Ja, haben wir mitgenommen, ne? Ja, geht auch direkt ins Inventar. Das nehmen wir alles mit. Okay, man kann Kisten finden. Juhu, man kann Kisten finden. Die habe ich beim ersten Mal übersehen. Unglaublich. Wie konnte ich die übersehen? Hier kommen wir, glaube ich, hoch. Genau. Das Zeug nehmen wir auch mit. Wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Da hinten müssen wir wieder hin zurück. Und ich guck mal, was hier noch alles gibt. Ich glaube, da drüben ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Und die Kisten müssen wir natürlich auch mitnehmen. Okay, die Folge wird ein klein bisschen länger jetzt gerade. Ah, das Spiel ist cool. Freunde, das ist ein cooles Spiel. Ganz einfache Geschichte. Okay, wir haben irgendwas gefunden. Wir haben irgendwas gefunden. Wir müssen was. Ja, wir sollen. Oh, da hinten geht die Welt weiter. Also die baut sich anscheinend genau wie bei Minecraft immer weiter auf. Sehr geil. Oh, die Dinger gefallen mir irgendwie. Ich weiß noch nicht, was sie für einen Sinn haben, aber sie gefallen mir. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück. Wir nehmen die eine Kiste noch mit, die wir noch gefunden haben, da in der Höhle. Wenn wir die Höhle wiederfinden, dann nehmen wir die Kiste auch mit. Ja, ich werde dann das mal abwarten, wie ihr so drauf reagiert, wie euch das gefällt. Das ganze Spiel hier. Heppa. Die Kiste nehmen wir mit, natürlich. Da haben wir schon zwei Kisten, wo wir es reinmüllen können. Juhu! Zweite Folge, zwei Kisten zum Reinmüllen. Naja, siehste. Ist doch alles beim Alten. Kann man die auch stacken? Ja, man kann alles stacken. Das freut mich doch arg. Also arg. So, und jetzt müssen wir zurück. Komm. Dafür müssen wir wieder unsere Brücke finden. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, was wir da alles so erbeutet haben.
Hier ist unsere hässliche Brücke. Oh, guck mal, wie der glänzt. Da spiegelt sich der Mond drin. Ja, ich dreh durch. Ich dreh durch. Was haben wir da unten? Haben wir da was liegen lassen? Wir doch nicht, oder? Freunde, wir doch nicht. Ich habe wieder mal nicht ins Mikro gesprochen, deshalb war ich jetzt ein bisschen leiser. Und hier ist unser Drachenstein. Wir sind wieder da, am Drachenstein angelangt. Okay, das haben wir anscheinend noch nicht komplett, aber wir müssen noch Clear a Flat Area. Moment, die müssen wieder weg. Haben wir doch schon ein flaches Areal, ne, oder? Ja. Wir können ja dann hier weitermachen. Ich würde aber sagen, wir stellen erstmal unsere Kisten auf. Und zwar würde ich die ganz gerne hier irgendwie neben die, passt mal auf, neben die einzelnen Gerätschaften hier stellen. Dann können wir uns nämlich da das reinpacken, was da auch reingehört, wenn wir wissen, was da reingehört, ne? Ist ja immer so eine Sache. Genau, eine dahin. Und eine packen wir jetzt mal dann hierhin, dazwischen, genau, immer dazwischen. Jetzt haben wir jetzt zwei Kisten. Ja, haben wir was Neues. Wir gucken mal aber ganz kurz nochmal ins hier unser Crafting-Menü. Ja, wir haben ganz viele Sachen. Wir haben Iron, wir haben diesen Gemstone, wir haben Coal, Gold. Wir können uns immer noch keine Werkbank machen, wie es aussieht. Das sind ja unsere Aufträge. So ein Ding haben wir schon gemacht. Das können wir nicht machen. Das können wir noch machen. Ich glaube, wir müssen erstmal alles abarbeiten. So, machen wir auch ein paar von. Was wir machen können. Und dann irgendwie. Okay, was fällt jetzt da raus? warte mal, ich mache mal ein paar mehr. Irgendeine Zahl muss hier mehr werden. Ah, hier. Ja. Das sind so die verschiedenen Erzsorten. Fenster. Das können wir alles nicht machen hier, leider. Hier, das können wir noch craften. Ja, wie schon gesagt, wir müssen uns Stück für Stück in dieses Spiel reinarbeiten. Wenn ihr da Bock zu habt, ich sehe das ja jetzt schon nach den ersten beiden Videos, wie das bei euch ankommt, das Ganze. Fensterrahmen können wir machen. Und eine Tür können wir nicht machen, da brauchen wir nämlich Eisen. Und Eisen bekommen wir, wenn wir Eisen und Iron Ore. Ihr könnt, habt mir bestimmt schon was erklärt. Wir haben hier Eisen. Und wir haben auch Eisenerz, haben wir auch noch. Nee. Müssten wir doch aber, Moment mal. Naja, Freunde, also, schreibt mal. Hier haben wir das Eisenerz, okay. So und so. Wir haben auch Fenster und alles, schon ganz toll. Nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Wir können das so nicht machen. Dieser Hebel, ich denke mal, es muss doch irgendwas passieren. Es muss doch irgendwas passieren. Wir müssen dieses Blade-Ding irgendwie machen. Na, gucken wir uns erstmal die Nachrichten an, noch ganz schnell. Ja, in der nächsten Folge machen wir es. In der nächsten Folge, da geht es dann weiter hier. Und ich hoffe, ich habe dann schon ein paar Erfahrungen sammeln können und kann euch was Neues berichten. Es ist ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Ein tolles Spiel, ein schönes Spiel. Und ich denke mal, vielleicht machen wir da weiter.